Frau Schiffer, die Debatte über den Journalisten Jakob Augstein und Israel hat in den vergangenen Wochen eine wichtige Rolle gespielt in den deutschen Medien. Heute hat sich Henrik Broder, der schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hat, entschuldigt. Was ist von dieser Entschuldigung denn zu halten? Ja, nach unserer Beobachtung spielt sich das im Rahmen der üblichen Diskursrituale ab. Also die Entschuldigung ist ja mehr oder weniger eine starke Wiederholung der Vorwürfe. Da wird viel Raum eingeräumt, es sind sehr viele Konjunktive drin. Einer dieser Nazi-Vergleiche, für die Herr Broder ja bekannt ist, also hier in dem Fall Augstein, in die Nähe von Gestapo-Offizieren zu rücken, die hat er jetzt offiziell zurückgenommen, sich dafür entschuldigt und bei dieser Gelegenheit aber eigentlich alles andere wiederholt und damit auch wiederum verstärkt. Denn das Unterbewusstsein erkennt die Verneinung ja nicht, Herr Broder weiß das. Und diese ganze Debatte, die ja im Wesentlichen auch von ihm mit angestoßen wurde, spielt sich sehr stark in diesem Rahmen ab, wie wir es beispielsweise in unserem Buch schon Antisemitismus und Islamophobie 2009 beschrieben haben. Das wäre jetzt meine zweite Frage auch gewesen, diese gesamte Debatte. Wie ordnen Sie die dann ein? Wie ist das einzuordnen? Es scheint so, dass Herr Augstein ein paar Punkte angesprochen hat, die offensichtlich allgemein auf Resonanz stoßen. Es gibt völkerrechtlich gesehen an vielen Positionen nichts zu deuteln. Da gibt es Probleme in der israelischen Politik, die angesprochen werden. Und was wir sehen im Vergleich zu etlichen Debatten, die wir in den letzten Jahren haben, aufgeregte Antisemitismusdebatten, dass dann auf die Person losgegangen wird, wenn man eigentlich die inhaltliche Auseinandersetzung scheut. Ich ordne das hier so ein, dass es sich, dass wir da das vergleichen können und dass aber grundsätzlich bei diesen immer wieder aufkommenden Antisemitismusdebatten eigentlich was Wichtiges, Schlimmes passiert ist, nämlich dass diese EUMC-Arbeitsdefinition zum Antisemitismus, die ist jetzt schon einige Jahre alt und die ist auch sehr umstritten in der Menschenrechtskommission der Europäischen Union. Also die ist überhaupt nicht anerkannt. Und dort gibt es einen Hinweis darauf, dass eventuell Kritik an der Politik Israels auch antisemitisch motiviert sein könnte. Das müsste untersucht werden im einzelnen Fall. Aber hier hat sich so eine Verallgemeinerung ergeben, dass quasi man sich kaum noch zum Thema Israel äußern kann, ohne in diese Antisemitismus-Vorwurfsfalle zu tappen. Ist das denn eine typisch deutsche Diskussion oder finden wir die so auch in anderen Staaten? Da sind sehr viele sehr deutsche Elemente da dabei. Das ist schon sehr speziell, dass man im Ausland über solche Debatten teilweise den Kopf schüttelt. Aber was man hier sehen muss, ist natürlich, die Debatte findet ja in Deutschland auch völlig anders statt als im Ausland. Also wenn man sich die englischsprachigen Veröffentlichungen zur ganzen Sache anschaut, erstmal natürlich dieses Ranking vom Simon Wiesenthal Center und dann ein Artikel beispielsweise von einem Freund Broders, Benjamin Weintal, in der Jerusalem Post, dann sind die englischsprachigen Beiträge ganz anderer Art. Diese kritische Auseinandersetzung, die wir hier haben, für und wider, wo ist denn wirklich überzogene Kritik, wo könnte man sie antisemitisch deuten, wo ist sie vielleicht nur überzogen, das findet in der Wahrnehmung im Ausland ja so überhaupt nicht statt, sondern da ist die Sache relativ einhellig, quasi wie es Herr Augstein geschafft hat, auf diese Liste zu kommen. Und während wir hier in Deutschland doch noch vergleichsweise eigentlich eine differenzierte Debatte haben. Frau Schiffer, geht es denn hier tatsächlich um Antisemitismus oder spielen vielleicht auch andere politische Ziele und Aspekte eine Rolle? Ja, man kann eine wahnsinnige Inflationierung des Antisemitismusvorwurfs feststellen. Also wenn man zum Beispiel völkerrechtlich korrekt jetzt fordert, Waren aus besetzten Gebieten nicht zu kaufen, was man bei anderen Staaten ja auch entsprechend gefordert hat oder tut, dann wird es hier gleichgesetzt schnell mit kauft nicht beim Juden. Eine historische Forderung, die natürlich ganz klar antisemitisch war. Aber wir können an dem Beispiel vielleicht ganz gut sehen, wie hier mit Tabuisierungsstrategien gearbeitet wird, dass bestimmte politische Kritikpunkte nicht mehr in der öffentlichen Debatte stehen. Man hat den Eindruck, es geht um eine politische Komponente und man hat auch sehr oft den Eindruck, dass der Antisemitismusvorwurf zum Instrument geworden ist, um andere Dinge zu tabuisieren, Kritikpunkte einfach aus der Debatte verschwinden zu lassen. Und
sodass es eigentlich nicht mehr um Antisemitismus geht und tatsächlich das passiert, was ja, glaube ich, auch Herr Augstein gesagt hat, dass man darüber im Grunde genommen den wirklichen Antisemitismus relativiert, also nicht mehr ernsthaft verfolgen kann, wenn nachher am Ende jeder ein Antisemit ist. Ja. Frau Schiffer, dazu meine letzte Frage. Die Emotionalität der Debatte war womöglich auch damit begründet, dass es viele Nazi-Vergleiche gab. Das ist Augstein vorgeworfen worden, weil er das Wort Lager benutzt hat für den Gazastreifen. Aber auch sein Kritiker in diesem Fall, Herr Broder, benutzt ja wirklich viele Nazi-Vergleiche. Die sind Legion in seinen Artikeln. Ist das auch etwas, was wir hier in Deutschland typisch beobachten können? Das ist ein Phänomen, das ich lange beobachte und das wir auch in dem besagten Buch beschreiben, mein Kollege und ich, dass eigentlich Herr Broder darauf spezialisiert ist, alles und jeden mit irgendwas aus dem Nationalsozialismus zu vergleichen. Das war ja auch die angebliche Entschuldigung, die jetzt stattgefunden hat in Bezug auf diesen einen Punkt. Dass umgekehrt man Worte wie Ghetto, Lager haben Sie genannt, das ist ein gutes Beispiel, und andere, man quasi nicht mehr in Bezug auf Zustände in Israel und Palästina verwenden darf, weil sie eventuell bei dem einen oder anderen eine Erinnerung an Begriffe aus der Nazizeit, Warschauer Ghetto beispielsweise, dann hervorruft. Das ist eine schwierige Frage im Umgang mit Sprache. Dann wäre es natürlich so, dann dürften wir den Begriff Ghetto überhaupt nicht mehr verwenden, weil dann wäre ja jede Erwähnung ein Nazi-Vergleich eigentlich. Hier stellen wir fest, findet eine besondere, ja, Sensibilisierung klingt fast zu positiv, aber so eine besondere Empfindlichkeit dann statt, wenn es sich um Israel und Palästina handelt, um das Thema. Und damit zeigt man auch, dass eine Forderung, der sehr oft dann von solchen Leuten in den Raum gestellt wird, wie zum Beispiel von Herrn Broder, dass man Israel doch genauso behandeln solle wie alle anderen Staaten, dass man selber diese Forderung gar nicht anerkennt, weil man hier ja eine extra Privilegierung oder Andersbehandlung fordert, als eben man die Worte gebraucht, wie man sie bei anderen gebraucht. Das ist sehr widersprüchlich und eigentlich, und das ist das, was uns vom Ausland unterscheidet, jemand, der diese Debatten hier nicht genau verfolgt, der einen Artikel übersetzt liest, kann es überhaupt nicht verstehen. Es ist völlig irrational und es hat leider nicht mehr viel mit der Sache zu tun und ist auch völlig kontraproduktiv. Wenn man es ernst meinen würde mit dem Bekämpfen von Antisemitismus und mit der Solidarität für die Menschen in Israel und Palästina. Frau Schiffer, vielen Dank für das Interview. Gerne.